Kurz vor Ende der Gülle-Saison konnten wir uns den neuen Schleppschuhverteiler Blackbird mit 24 Meter Arbeitsbreite von Vogelsang in der Praxis ansehen. Der Verteiler wurde auf der letzten Agritechnica vorgestellt, nachdem Vogelsang den Blackbird als echten Schleppschuh bis dato bis zu einer Arbeitsbreite von 18 Metern im Angebot hatte. Der neue Verteiler arbeitet mit zwei je 12 Meter breiten Auslegern, die mittig an dem roten Zentralholmen angebracht sind. Der Aufbau ähnelt dem einer gezogenen Butterfly-Mähkombination, allerdings mit einer Arbeitsbreite von 24 Metern. Je ein Schneidverteiler ist direkt unter dem Mittelbolzen der Ausleger angebracht und verteilt die Gülle auf die 48 Schuhe. Diese sind baugleich mit denen der kleineren Gestänge. Mit einer Isobus-Schnittstelle will Vogelsang den Fassherstellern eine einfache Integration der Steuerung für das Gestänge ins Fassmenü ermöglichen. Die mittig aufgehängten Aufleger können seitlich um den Mittelbolzen pendeln und passen sich damit dem Boden gut an. Zudem kann der Ausleger, der von zwei großdimensionierten Zylindern getragen wird, angehoben oder abgesenkt werden. Am Vorgewende klappen die Schuhe an den Auslegern nach hinten hoch und die Tragarme werden ausgehoben. Das ergibt seitlich eine enorme Bodenfreiheit, um Hindernisse zu überfliegen. Während der Ausbringung kann eine Gestängehälfte einzeln ausgehoben werden. Zudem sind neben 24 Meter Arbeitsbreite auch 21 und 18 Meter möglich. Zwei Stützräder pro Seite führen die Schuhe am Boden. Mehr zum Blackbird und seinen technischen Details findet ihr in der aktuellen Profi-Ausgabe. Fehlt euch eine Information? Kommentiert das Video oder schreibt uns gerne eine Mail oder Nachricht.